das hat nicht geklappt, okay. Sehr verehrte Damen und Herren, willkommen zurück zu unserer zweiten Panel-Diskussion des Körber History Forums 2017. Wir haben ja das Anliegen, Geschichte und Politik miteinander in den Austausch zu bringen. Und wir wollen auf dieser Konferenz herausfinden, ob und wie die Kenntnis der Geschichte uns hilft, zu besseren politischen Entscheidungen zu kommen. Und das nächste Thema und das nächste Podium ist geradezu ein Paradebeispiel dafür, oder dass wir versuchen, solche Lösungen zu finden. Denn vor 400 Jahren beendete der Westfälische Frieden den Dreißigjährigen Krieg. Und er war das Ergebnis eines fünfjährigen Friedenskongresses, der immerhin dem zutiefst zerstrittenen und verfeindeten Europa für 150 Jahre Frieden brachte. Gibt es also Elemente aus dem Westfälischen Frieden, die heute helfen können, Langzeitkonflikte im Nahen Osten, wie zum Beispiel in Syrien, zu beenden? Das ist die Frage, der wir in der folgenden Diskussion nachgehen wollen. Die Diskussion, das Gespräch, das Sie hier im Saal und auch als Zuschauer draußen am Livestream verfolgen können, ist Teil einer gemeinsamen Reihe der Körberstiftung und des Spiegel. Die Reihe heißt Frieden machen, was Diplomaten aus der Geschichte lernen können. Was genau Diplomaten, aber auch Konfliktparteien im Nahen Osten aus dem Westfälischen Frieden lernen können, erörtern wir mit dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Botschafter Wolfgang Ischinger, mit dem syrischen Arzt und Gründer des Orient Research Center in Dubai, Sami Al-Taki, mit Henri Laurent, Historiker mit dem Schwerpunkt auf der zeitgenössischen arabischen Welt am Collège de France in Paris und mit Anushka Tischer, Inhaberin des Lehrstuhls für Neue Geschichte an der Universität Würzburg. Und sie ist Expertin für den Westfälischen Frieden. Es moderiert Dietmar Pieper vom Spiegel und ich freue mich auf eine spannende Diskussion und darf Sie einladen, aufs Podium zu kommen. Dankeschön. Ja, sehr geehrtes Publikum, liebe Gäste auf dem Podium, wir wollen in dieser ausgezeichnet besetzten Runde einen ganz großen historischen Bogen spannen, wie Frau Wodelko gerade schon gesagt hat, einen Bogen über vier Jahrhunderte. Das erscheint vielleicht ein bisschen verwegen, aber ich verspreche Ihnen, es wird intellektuell aufregend und sicher auch ganz konkret. Der Westfälische Frieden gehört zu den absolut herausragenden Ereignissen der deutschen und europäischen Geschichte. Genau genommen handelt es sich um mehrere Verträge, allein schon deshalb, weil die Verhandlungen an zwei Orten stattfanden, in Münster und in Osnabrück, mit den protestantischen Mächten in Osnabrück, angeführt von Schweden, mit den katholischen Mächten, angeführt von Frankreich in Münster, 50 Kilometer entfernt. Der mit den Verträgen beendete 30-jährige Krieg hatte ungeheure Verheerungen mit sich gebracht. Er war so etwas wie der erste totale Krieg in Mitteleuropa, vielleicht sogar in der ganzen Weltgeschichte. Seit 1618 kämpften auf dem Boden des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, alle Mächte, fast alle Mächte des Kontinents, sogar die Osmanen waren interessiert und mischten sich ein. Und allein deshalb ist die Leistung dieses Friedensschlusses von 1648 sehr groß. Aber das ist nicht alles. Das sogenannte System von Westfalen wird bis heute als ein noch immer aktuelles Paradigma betrachtet, das eine stabile internationale Ordnung ermöglicht. Diese Sichtweise hat zuletzt Henry Kissinger noch einmal sehr deutlich gemacht. In seinem 2014 erschienenen Buch World Order beschreibt Kissinger, wie damals in Westfalen das Prinzip der staatlichen Souveränität etabliert wurde. Garantiemächte sorgten dafür, dass die Balance der internationalen Ordnung erhalten blieb. Zwar kam es weiterhin zu begrenzten Konflikten und auch zu zwischenstaatlichen Kriegen, aber ein so totales Desaster wie der 30-jährige Krieg, bei dem die Zivilbevölkerung in ungeheurer Weise in Mitleidenschaft gezogen worden ist, ein solches Desaster wurde auf lange Zeit verhindert. Eine hochinteressante Neudeutung des Westfälischen Friedens
hat seit einiger Zeit eine Gruppe um den Historiker Brandon Sims von der Universität Cambridge erarbeitet. Diese Neudeutung zielt über das Historische weit hinausreichend auf ein Lösungsmodell für den Nahen Osten. Diese Deutung möchten wir hier als Ausgangspunkt für die Diskussion nehmen. Und damit es keine Missverständnisse gibt, möchte ich kurz darauf hinweisen, dass es zwischen der sozusagen klassischen Sicht auf Westfalen, wie wir sie bei Kissinger finden, die ich kurz zitiert habe, und der Sicht von Sims, es gibt einen Unterschied. Für Sims und Co. steht nicht der souveräne Nationalstaat im Zentrum der westfälischen Friedensordnung, sondern der Fürstenstaat mit eingeschränkter Souveränität. Das ist deswegen wichtig, weil in diesem Staat der Herrscher ganz anders als bisher auf die Freiheitsrechte seiner Untertanen Rücksicht nehmen muss, vor allem auf das Recht der Menschen, über ihre Religion selbst zu bestimmen. Und das Stichwort Religion, das führt uns natürlich in den Nahen Osten, das führt uns in eine Weltgegend, in der Religion sehr viel wichtiger ist als heutzutage in Europa, in der es mit der Analogie, die uns erlaubt, da Parallelen zu ziehen, in der es eben Schiiten und Sunniten gibt, die man in etwa vielleicht mit der Situation zwischen den Konfessionen, den Katholiken und Protestanten in Deutschland und Europa vergleichen kann. Es gibt weitere Parallelen. Damals wie heute sind Konfessionskonflikte und Machtpolitik eng miteinander verwoben. Es gibt unterschiedliche Konflikte, die alle unter Oberbegriffen zusammengefasst werden. Wir haben es mit der Einmischung von Nachbarländern zu tun. Es kommt zum Wiederaufflammen scheinbar erledigter Auseinandersetzungen. Es gibt schwer auflösbare Überlagerungen territorialer, wirtschaftlicher und dynastischer Interessen. Ein enorm großer Knoten. Dass es aus dem nahöstlichen Konfliktbündel überhaupt einen Ausweg geben könnte, erscheint manchmal schwer vorstellbar. Umso interessanter ist die politische Fantasie, die aus den Ideen von Sims und anderen erwachsen ist. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in seiner Zeit als Außenminister mehrfach für diese Ideen geworben. Besonders fasziniert war Steinmeier von der Rolle der dritten Partei, die in der Schlussphase der westfälischen Verhandlungen entscheidend vermittelt hat. Wir wollen die aufgeworfenen und, wie ich finde, sehr spannenden Fragen nun aus verschiedenen Perspektiven angehen und versuchen, Antworten zu finden. Zunächst möchte ich Frau Tischer bitten, als Historikerin, wenn wir uns einmal in die diplomatischen Verhandlungen von Münster und Osnabrück hineinversetzen, wie haben die Diplomaten und Politiker damals die Lösung gefunden? Wie haben sie diesen ungeheuren Knoten aufgelöst? Ja, vielen Dank. Wenn man über den Westfälischen Frieden redet, dann muss man, glaube ich, zunächst mal auch eine Menge Mythen aus dem Weg räumen. Der erste Mythos, den haben Sie ja schon angesprochen, den Mythos des westfälischen Systems. Der Westfälische Friede war ein Friede, der nach langen Verhandlungen zustande gekommen ist, und er war ein Friede, der letztlich auch nicht alle Probleme gelöst hat. Das ist auch ein anderer Mythos, der Westfälische Friede als der große Universalfriede, der große Friede für Europa, der dann eine lange Zeit des Friedens und der Stabilität in Europa gebracht habe. So war es keineswegs. Ein Mythos, den man vielleicht auch noch ansprechen sollte, das ist der Mythos der Begeisterung für diesen Frieden. 1648 war keineswegs eine große Begeisterung für diesen Frieden, und es war auch bis zum Schluss gar nicht so klar, ob dieser Frieden geschlossen werden würde. Also das blieb sogar am 24. Oktober 1648 noch ganz spannend, ob bis abends dieser Friede tatsächlich geschlossen werden würde. Und ein wichtiger Punkt war dann schließlich, diesen Frieden auch in die Realität umzusetzen. Also wir können in den Quellen greifen, dass noch Jahre hinaus Unsicherheit herrschte, ob eigentlich dieser Friede Bestand haben würde. Also die Zeit, die Jahre nach dem Friedensschluss, die waren mindestens so wichtig wie die Jahre, die zu diesem Frieden führten. Wenn wir uns
diese Frage anschauen, wie wurde dieser Friede überhaupt bewertet, dann sind wir bei einem wichtigen Punkt, was eigentlich das Erfolgsgeheimnis dieses westfälischen Friedens gewesen ist. Denn man kann da eine sehr gute Parallele ziehen. Der westfälische Friede ist im 19. Jahrhundert und bis 1945 eigentlich sehr negativ bewertet worden in der deutschen Geschichtswissenschaft und überhaupt auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Wir haben im Nationalsozialismus sogar die Forderung, den 30-jährigen Krieg nachträglich noch zu gewinnen, den Westfälischen Frieden zu revidieren. Und das ist eben eine bestimmte Wahrnehmung als dem Westfälischen Frieden als einer vermeintlichen Schwächung Deutschlands, das vorher so etwas wie eine Hegemonialmacht gewesen sei. Aber genau das ist natürlich auch der entscheidende Punkt an dem Westfälischen Frieden. 1945 schlägt übrigens diese Wahrnehmung des Westfälischen Friedens dann sehr stark um, weil man zunächst einmal sieht, das Wichtigste ist der Frieden an sich. Egal welcher Friede ist besser, ein Friede ist besser als ein Krieg. Und da, wenn wir zurückgehen zu der Situation 1648, genau da an dem Punkt war man eben 1648 auch, wobei der Westfälische Friede, auch das muss man sagen, kein Erschöpfungsfriede war. Man hat angesichts der Dimensionen dieses Krieges die Vorstellung, dass sich alle Beteiligten zusammenfinden mussten, weil sie nun wirklich komplett erschöpft waren. Genauso war es nicht, sondern es war einfach die Erkenntnis, dass man das, was man durchsetzen wollte, nicht durchsetzen konnte. Und dann war der nächste Punkt eine Regionalisierung dieses Friedens. Der Friede ist dann ein deutscher Friede geworden, weil er eben kein europäischer Friede war. Das war das, was man versucht hat, was nicht funktioniert hat. Und Kriege sind auf europäischer Ebene unmittelbar weitergegangen. Also es gab weiterhin Krieg zwischen Frankreich und Spanien. Wenn Sie mir da eine Nachfrage, kurze Nachfrage erlauben. Es war kein Erschöpfungsfriede, ist interessant, weil es verschiedentlich so gedeutet wird. Der zweite Punkt, jetzt nochmal zu meiner Ausgangsfrage zurück, was war das denn, was diese Friedensleistung ermöglicht hat? Ist die von Herrn Steinmeier sehr in den Mittelpunkt gerückte Rolle dieser dritten Partei, die ganz am Schluss eine Rolle gespielt hat, sehen Sie das auch so? Und kann man das ganz kurz erklären, was das gewesen ist? Ja, die dritte Partei ist ein sehr spannender Weg zu diesem Frieden, weil sie auch in der Forschung lange gar nicht als solche wahrgenommen wurde. Die dritte Partei, das ist ein Begriff, der heute auch ein Stück weit an diese Verhandlungen herangetragen wird. Das ist nichts, was man wirklich als formelle Partei bezeichnen kann. Die dritte Partei, das waren informelle Gespräche zwischen denen, die in dem Krieg entweder von Anfang an sowieso nichts zu gewinnen hatten oder die ihre Kriegsziele erreicht hatten und jetzt sahen, wenn der Krieg weitergeht, sind diese Kriegsziele gefährdet. Aber ein ganz starker Motor waren auch einfach die, die von diesem Krieg jetzt seit Jahrzehnten betroffen waren, ohne in diesem Krieg irgendetwas gewinnen zu können. Und die haben sich über alle Grenzen hinweg zusammengetan, auch über sehr harte religiöse Grenzen. Man hat ja die Vorstellung, der Westfälische Friede oder der 30-jährige Krieg war ein Religionskrieg, aber er war ein Krieg, in dem Religion auch eine Rolle spielte. Und was das Fatale eigentlich in dem Krieg war, war die Solidarisierung, die durch Religion zunächst stattgefunden hatte. Wir haben dann beim Westfälischen Friedenskongress eine Entsolidarisierung der Religionsgruppen, könnte man sagen. Da war dann plötzlich ein katholischer Bischof, der aber eben auch ein Land hatte, das er regieren musste, war bereit, mit einem Protestanten zusammenzuarbeiten, um Druck auf die anderen, die Kriegsparteien auszuüben, jetzt endlich den Frieden zu schließen. Das ist das, was man unter dritter Partei versteht, was, wie gesagt, es ist sehr schwierig, dafür einen Begriff zu finden, weil sich die entsprechenden Akteure nie hingestellt haben und gesagt haben, wir handeln jetzt zusammen. Das war ein reines Handeln auf informeller Ebene.
Und es ist deswegen in dieser Zeit, in der man den Westfälischen Frieden sehr stark national beurteilt hat, ist das schlicht als Verrat oft gekennzeichnet worden und gar nicht als Friedensaktivität. Vielen Dank für diese sehr gute und wirklich hochinteressante Erläuterung. Ich kann nur dazu ermutigen, dass wir sozusagen die Folie der Gegenwart immer mitdenken. Wir können das nicht jedes Mal hier aktiv parallelisieren, aber es sind so viele Parallelen ja spürbar und klingen an. Herr Ischinger, aus Ihrer Erfahrung als Diplomat gesprochen, gibt es so etwas wie eine erlernbare Kunst der Konfliktlösung sozusagen mit dem feinen Besteck? Oder hängt am Ende doch alles von eher groben und grundsätzlichen Machtinteressen ab? Ich glaube, man muss in der Praxis der Kunst oder des Versuchs der Konfliktbeendigung, der Friedensherstellung zwischen zwei Aufgaben unterscheiden. Die eine, und das ist wahrscheinlich die zentrale, ist es, kriegführende Parteien davon zu überzeugen, an den Verhandlungstisch zu kommen. Also erstmal nach Münster und Osnabrück zu fahren. Oder wenn wir Beispiele aus der Gegenwart nehmen, die syrischen Kriegsparteien nach Genf oder nach Wien zu holen, um sich an einen Tisch zu setzen. Die zweite Kunst ist dann, sobald die da sitzen, Lösungsvorschläge zu unterbreiten, die angenommen werden können. Ich würde mal gerne zwei Beobachtungen ganz kurz machen. Erstens ist es, glaube ich, wichtig, wenn man sozusagen aus dem 17. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert hin und her springt, ist es wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass sich die Natur der Konflikte vor allen Dingen in den letzten wenigen Jahrzehnten massiv verändert hat. Nach dem Westfälischen Frieden, so wie ich das als Nichthistoriker verstehe, waren Kriege und Konflikte im Wesentlichen bis hinein in das späte 20. Jahrhundert Kriege, die im Kern und auch Friedensschlüsse, die im Kern von und durch Nationalstaaten geführt wurden. Und die haben sich dann zu Friedensschlüssen wieder getroffen, also beispielsweise im Wiener Kongress und so weiter. Das hat 1648 sozusagen seinen Anfang genommen. Ich glaube, man muss über die Frage diskutieren, ob sich dieses System, falls es verdient, ein System genannt zu werden, ob sich das nicht im Augenblick im Begriff ist, aufzulösen. Denn die Konflikte des Jahres 2017, mit denen ich mich beschäftigen muss, sind allesamt, ohne Ausnahme, keine Konflikte, in dem Nationalstaat 1 gegen Nationalstaat 2 oder 3 Krieg führt. Ganz interessant ist es ja beispielsweise, um mal ein ganz aktuelles Beispiel zu nehmen, dass die Russische Föderation sich weigert zuzugeben, dass sie eine Kriegspartei in der Ukraine ist, obwohl jeder weiß, dass da russische Soldaten herumschwirren. Es wird behauptet, die ukrainische Krise sei eine Krise in der Ukraine, wo Ukraine 1 gegen Ukraine 2 kämpfen. Wir haben, wenn man das durchdekliniert, von Mali bis nach Afghanistan nur noch Konflikte, die sich innerhalb Nationalstaaten abspielen. Und deshalb ist unser im Grunde aus dem westfälischen System heraus entstandenes System von Global Governance, also ich denke an die Vereinten Nationen, an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und das Völkerrecht, das dafür geschaffen wurde, so völlig impotent, um mit diesen Konflikten vernünftig umzugehen und Entscheidungen zu treffen, die sich dann immer an der Mauer der Souveränität und der territorialen Unantastbarkeit treffen, die neuerdings von vielen, die in den Vereinten Nationen das Sagen haben, wieder mit Macht verteidigt werden. Ich finde, das wäre meine zweite Bemerkung, die Diskussion, die Brendan Sims und so weiter angestoßen hat, zum Thema der
der Bedeutung des Westfälischen Friedens, die finde ich interessant. Denn wenn man akzeptiert, und das, ich überlasse das Urteil den Fachhistorikern, wenn man akzeptiert, dass es schon damals die Idee gab, einer gewissen Einschränkung der Souveränität, dann haben wir vor wenigen Jahren, vor etwa 10, 12 Jahren, also 370 Jahre später, wieder einen Versuch gemacht, die Souveränität der Staaten einzuschränken durch das Prinzip der Responsibility to Protect, der Schutzverantwortung des gesamten Systems für den Fall, dass der eine oder andere Nationalstaat seine Pflichten zum Schutz seiner eigenen Bevölkerung oder zur Wahrung der grundsätzlichen Rechtsprinzipien, der Vermeidung von Genozid etc. pp. Nicht imstande ist zu wahren. Dieser Versuch in der Neuzeit ist leider, sage ich, zumindest vorübergehend gescheitert. Da ist der Westen nicht ganz unschuldig dran, weil nicht wir alle, aber einige im Falle Libyen ein bisschen überzogen haben, was dazu geführt hat, dass man in Moskau und in Peking und anderswo Angst davor hat, dass dieser Gedanke der Einschränkung nationaler Souveränität sich gegen sie selbst wenden könnte. Überall gibt es Minderheiten und potenzielle Konflikte. Also das finde ich einen ganz besonders interessanten Punkt. Solange ich noch das Wort habe, wenn Sie erlauben, würde ich gerne noch einen Punkt aus meiner eigenen Erfahrung als Unterhändler in Fragen der Kriegsbeendigung und der Friedensherbeiführung sagen. Um kriegführende Parteien an den Verhandlungstisch zu bringen, mit der ernsthaften Bereitschaft, am Schluss des Tages ein Dokument zu unterzeichnen, das sie dann auch bereit sind umzusetzen, müssen sie eine Lage herbeiführen, in der alle kriegführenden Parteien zu der Überzeugung gelangen, dass sie ihre Interessen mit militärischen Mitteln nicht besser durchsetzen können als am Verhandlungstisch. Wenn Sie diese Überzeugung nicht in allen Köpfen fest etablieren können, dann werden Sie erleben, dass Sie 3 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre am Verhandlungstisch sitzen, ohne dass etwas Sinnvolles herauskommt. Und das führt mich, und vielleicht können wir darüber auch noch sprechen, das führt mich zu dem Punkt, der in der deutschen Debatte, übrigens auch in den Beiträgen meines Freundes und des jetzigen Bundespräsidenten, des früheren Außenministers Steinmeier, ein bisschen zu kurz kommt, die Notwendigkeit der ernsthaften Anwendung militärischer Gewalt im Notfall, um den Frieden zu erzwingen. Es geht häufig leider nicht ohne Anwendung militärischer Macht von außen, um genau diesen Zustand zu erreichen, von dem ich spreche, dass die Teilnehmer des Krieges zu der Überzeugung gelangen, jetzt können wir unsere Ziele nicht mehr mit unseren militärischen Mitteln durchsetzen. Jetzt gehen wir an den Verhandlungstisch und versuchen, den Status quo zu erhalten, den wir erreicht haben. Auch das klingt ja nun wieder sehr, was Sie gerade gesagt haben, wie die Situation damals von 1648 und in der unmittelbaren Zeit davor. Ich möchte aber nun Herrn Professor Laurent bitten, uns in die Region etwas stärker hineinzuführen. Unser Ausgangspunkt ist die Idee, eine europäische Erfahrung, nämlich den Westfälischen Frieden, auf ein außereuropäisches Problem zu übertragen. Bei allem Wohlwollen könnte man daran auch ein dickes Fragezeichen machen, weil europäische Ideen in der Vergangenheit nicht sehr hilfreich für die arabische Welt gewesen sind. Ich denke vor allem an die falschen Versprechungen und willkürlichen Grenzziehungen der Kolonialzeit. Wie sehen Sie das, Professor Laurent? Ganz herzlichen Dank. Entschuldigen Sie, dass ich mich auf Französisch äußern werde. In Frankreich haben wir etwas, was äquivalent ist zum Frieden von Westfalen. Das ist das Ende der Religionskriege.
Da gab es Leute, die dann eine Art Staatskult ausgeübt haben und die auch diesen Unterschied zwischen den Protestanten und Katholiken überwinden wollten, was dann auch zu den Religionskriegen in Frankreich geführt hat. Und dann hat das zu einem Staatskult in Frankreich geführt, was nicht so sehr positiv war, insbesondere nicht für die Protestanten in der Folgezeit. Um auf den Nahen Osten zu sprechen zu kommen. Das Problem des Nahen Ostens dreht sich darum, dass seit 200 Jahren es sich um einen geopolitischen Raum handelt, in dem alle politischen Handlungen auf lokaler Ebene sofort internationale Bedeutung erlangen. Und das war schon seit Ende des 18. Jahrhunderts so. Zum Beispiel auch seit der Zeit von Napoleon Bonaparte. Und das zeigt auch, dass das Auswirkungen auf die Strukturierung der Mächte auf internationaler Ebene hat. Also das Internationale hat einen Einfluss auf das Lokale und umgekehrt. Das bedeutet, dass die politische Logik des Nahen Ostens eine permanente Logik der Verflechtung und Einmischung ist. Der Einmischung, denn die regionalen und internationalen Mächte treten auf den lokalen Plan sozusagen und Einbindung, da die lokalen Mächte auch internationale Mächte hereinbringen, um auch die Mächteverhältnisse zu verändern. Zum Beispiel Saddam Hussein, als er den Krieg mit dem Iran verlor, hat er auch die Großmächte reingebracht in die Region. Und als Saddam Hussein Kuwait angegriffen hat, hat Saudi-Arabien auch zurückgegriffen auf die äußeren Mächte, um in die Region reinzukommen. Und auch die Palästinenser können nicht hoffen, mit Israel verhandeln zu können, ohne die Unterstützung externer Mächte. Denn das Kräfteverhältnis vor Ort ist sonst zu ungünstig. Das hat allerdings mehrere Dinge zur Folge. Es gibt auf Arabisch einen Terminus, der ganz wesentlich ist, Huawif. Das bedeutet, das ist noch mehr als Einmischung, sondern vielleicht richtig Verflechtung der internationalen Akteure, die in die Materie einsteigen und auch keine Lösung für den Konflikt finden und darüber auch nicht hinauskommen. Und man erlebt das auch ganz klar im Bürgerkrieg im Libanon. In allen Versuchen, das politisch zu regeln im Libanonkrieg, entweder gab es eben den Versuch der Arabisierung der Krise, dass man da eben eine Lösung unter lokalen Akteuren finden wollte, oder durch die Internationalisierung der Krise, durch das Hinzuziehen der Großmächte. Im Allgemeinen spielt man beide Karten im Nahen Osten. Also diese Arabisierung, darauf greift man zurück, und auch die Internationalisierung kommt zum Tragen. Und in der Syrien-Frage hat man zunächst einmal versucht, das Ganze auf dem arabischen Feld zu lösen, mit der Arabischen Liga, und danach hat man erst versucht, das Ganze zu internationalisieren, um der Krise Herr zu werden. Wir haben es also mit einem regionalen System zu tun, das natürlich so ist, dass die Arabische Liga eine Liga der arabischen Staaten ist. In der Praxis ist es so, dass der Nahe Osten, wie auch Deutschland im 17. Jahrhundert gewissermaßen, ein Raum ist, in dem das Thema der Regionen keine Untersplitterung eines Staates bedeutet, sondern eine Gesamtheit der Staaten. Also die Regionen im Nahen Osten sind ja mehrere Staaten zusammengenommen und keine Teile eines Staats. Und wenn man eine einfache Formel anwenden möchte, die aber negativ ist, um die derzeitige Lage zu beschreiben, insbesondere in Syrien, dann wäre das, dass wir hier eine Kombination dreier Lagen vorfinden in den Angelegenheiten des Nahen Ostens. Die erste Kombination ist der Staat gegen die Gesellschaft und die äußeren Mächte. Die zweite Dimension ist der Zusammenschluss der äußeren Mächte gegen den Staat. Und die dritte Kombination wären die äußeren Mächte gegeneinander. Und wenn Sie jetzt die Lage in Syrien in den Blick nehmen, da finden Sie eben diese verschiedenen Verflechtungen. Und
Das führt dazu, dass es so schwierig ist, da eine Lösung zu finden, wie zum Beispiel auch in der 200-jährigen Geschichte des Nahen Ostens. Da gab es zwar Zeiten des relativen Friedens, aber das waren hegemoniale Friedenssituationen. Da gab es zwischen 1860 und 1914 auch den Osmanischen Frieden, 50 Jahre ohne Konflikte. Und dann gab es noch den Moment, als die Zeit der Zwischenkriegszeit, als die Briten hereinkamen, auch obwohl es natürlich palästinensische Revolte gab. Aber diese beiden Zeiten waren die einzigen beiden Zeiten des relativen Friedens. Aber das war hegemonialer Frieden. Und es gibt da einen eher zynischen Scherz. Vor einigen Jahren haben die arabischen Freunde mich gebeten, ja, wie macht ihr das denn in Europa? Ihr sprecht ja nicht dieselbe Sprache. Ihr habt verschiedene Kulturen, Religionen, Essensgewohnheiten. Wie macht ihr das, dass ihr euch so gut versteht? Und da habe ich geantwortet, naja, wir haben uns ja auch jahrhundertelang massakriert und ihr macht das jetzt auch so und dann schafft ihr auch einen Frieden. Und leider ist es so, dass diese schreckliche Lösung auch von Ihnen jetzt so angewandt wird. Ja, eher pessimistische Betrachtungsweise. Jetzt möchte ich Herrn Al-Taki fragen, um die Innensicht noch weiter zu vertiefen, die arabische Innensicht. Konkrete Frage, gibt es in der Region genügend Gesprächspartner, stabile, legitimierte Gesprächspartner, die in ihrer Bevölkerung auch das entsprechende Ansehen genießen, die über die lange Strecke eines Friedensprozesses mitgehen können? Yes. Ja, ich denke, das Problem hier bezieht sich auf die Tatsache, dass unter den Syrern es viele Versuche gegeben hat, einen syrischen Dialog anzustoßen. Aber das Problem, wenigstens aus meiner Perspektive, liegt darin, dass das Regime diesen Menschen es nicht erlaubt, mit der anderen Seite zu verhandeln. Es wird also konfisziert, diese Seite sozusagen. Die Opposition wird konfisziert und es wird Angst eingeflößt durch Fanatismus. Nun, wir sind jetzt in breite Verhandlungen getreten. Wir versuchen, die unterschiedlichsten Elemente der syrischen Gesellschaft zusammenzubringen. Nicht vielleicht Gesellschaft, sondern diejenigen zusammenzubringen, die Blut an den Händen haben. Ohne sie können wir nicht arbeiten. Der Prozess läuft, aber die regionale Macht, die internationale Macht, haben keinen Raum dafür geschaffen. Herr Di Mistura verlässt sich leider sehr darauf, was im Ballsaal passiert und nicht, was im Schlafzimmer nach der Hochzeit passiert. Also da kann man dann nicht mehr entsprechend Ergebnisse erzielen, wie zum Beispiel in Genf. Das heißt, es gibt keine faktische, wirkmächtige Diskussion. Es gibt unterschiedliche Fraktionen, die Aleviten, die Sunniten und auch diejenigen, die Blut an ihren Händen haben, sind bereits am Prozess beteiligt. Auf der anderen Seite haben wir die Verhandlung zwischen den Amerikanern und den Russen in Bezug auf die Region. Aber die Amerikaner haben die Haltung, ihr habt das alles vermasselt, ihr müsst das in den Griff bekommen. Und das Problem an den Russen ist, dass sie eher einem Spieler gleichen, der in ein Casino geht. Und sie denken eher daran, $10.000 zu gewinnen. Und wenn sie die $10.000 gewonnen haben, dann wollen sie wieder rausgehen oder wenigstens ihr Gesicht wahren oder ihren Status noch erhöhen. Am Schluss sind diese $10.000 aber nur Plastikchips und die USA akzeptieren es nicht, diese Dollar oder diese in Dollar einzulösen. Andererseits denke ich, dass Russland etwas kultiviert, aber es ist der Iran letztendlich, der hier die Ernte einfährt. Praktisch ist es so, dass der Iran sich sehr effektiv vor Ort weiterentwickelt.
und fortschreitet. Die Iraner sind die Gewinner, denke ich. Die Gewinner des Spiels. Die Türken ziehen sich zurück. Ziehen sich zurück auf das Thema Verteidigung der sogenannten Souveränität, der territorialen Souveränität. Und der Graben ist schon sehr tief. Es geht um die Prioritäten im Golf selbst. Das heißt, es ist ein Vakuum entstanden. Russland füllt dieses Vakuum, aber es gibt keinerlei Verhandlungen. Es gibt ein Nullsummenspiel. Was ich jetzt sehe in dieser Phase ist Folgendes. Es gibt dieses Nullsummenspiel. Die Russen nutzen eine Mischung syrischer Gesellschaft, extremer Gewalt, Zwang, Vermittlung, Nötigung, um die Bevölkerung in die Knie zu zwingen. Und das ist in fünf oder in vielen Waffenstillständen vereinbart worden. Sie haben bestimmte Regionen bombardiert und dann haben sie versucht, den Frieden zu bewirken. Das ist sehr prekär, das wird explodieren, das ist jetzt nur eine Phase, denn letztendlich wird die Situation aus den Fugen weitergeraten. Die Amerikaner werden müde, wie das normalerweise der Fall ist, und die Türken werden zurückkommen. Das heißt, das Spiel mit der Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Und der westfälische Frieden, ja, es gibt viele potenzielle westfälische Friedenselemente, die man als Chance nutzen könnte, aber viele andere Faktoren spielen auch noch mit hinein. Zum Schluss noch eine Bemerkung. Der Prozess, den wir im Nahen Osten beobachten können, ist nicht nur ein rein religiöser Prozess. Alle Sunniten in Syrien sehen das Foto von Hisbollah. Das war nicht, das war als säkulär präsentiert gegen die Israelis. Aber jetzt gibt es einen Mangel an Animositäten. Also Israel wird nicht mehr als Bedrohung für den Nationalstaat angesehen. Das bedeutet, dass Israel jetzt sich selbst isoliert. Also es gibt keine Bedrohung mehr, die von Israel ausgeht. Und dieser Rückzug ähnelt dem Rückzug der osmanischen Bedrohung für Deutschland. Und die hat dann zu dem entsprechenden Kriegsaufflammen geführt. Ja, diese Region unterläuft einen tiefen Transformationsprozess. Einmal ist es der Zusammenbruch des panarabischen Systems und der entsprechende Vetternkapitalismus kommt zum Ende, das sehen wir. Und es entsteht eine neue Art von Konkurrenzwettbewerb in diesen Ländern, einschließlich des Golfs. Und das hat, hat große Auswirkungen, was die Machtverteilung angeht. Und es handelt sich um einen echten objektiven Prozess, der dort passiert. Leider durchläuft er keine Reformen. Leider läuft dieser Prozess basierend auf kompletter Destruktion und Zerstörung. Die ganze Komplexität des Themas gezeigt hat und sehr intensiv nahegebracht hat. Ich möchte jetzt eine ganz kurze Runde, weil wir natürlich auch gerne Zeit uns nehmen möchten für Publikumsfragen, eine ganz kurze Runde noch einmal an alle vier Gäste auf dem Podium zur Rolle der Schutzmächte. Denn das ist ja ein zentrales Element von Westfalen und man sieht viele Parallelen zu heute. Es braucht offensichtlich Schutzmächte, Garantiemächte, Eingriffe von außen, um Frieden herzustellen und zu gewährleisten. Wenn Sie als Historikerin der damaligen Verhältnisse, Frau Tischer, uns das kurz skizzieren könnten, welche Rolle damals dann die Garantiemächte Frankreich und Schweden gespielt haben. Ja, vielleicht noch einen Punkt möchte ich ansprechen, den Herr Ischinger angesprochen hat, die Frage, wie man die Parteien an den Verhandlungstisch bekommt. Ich denke, ein wichtiger Punkt, den man da auch aus den westfälischen Friedensverhandlungen mitnehmen kann, ist, wer gehört überhaupt an den Verhandlungstisch? Denn Verhandlungsbereitschaft war von Anfang an da, aber die Frage, mit wem kann ich verhandeln, wobei man, auch das ist ein Mythos, in Westfalen nie an einem Tisch verhandelt hat, gerade weil bestimmte Parteien überhaupt nicht hätten zusammen an einem Tisch sitzen können und miteinander reden können. Und genau
da komme ich zu Ihrer Frage. Die auswärtigen Mächte hatten eine Funktion darin, die Stabilisierung des genuin zunächst deutschen Konflikts, der sich internationalisiert hatte, also auswärtige Mächte, vor allem ja Schweden und Frankreich, mit denen dann dieser Friedensvertrag geschlossen wurde. Sie hatten eine Funktion, diesen eigentlich deutschen Konflikt dann zu einem Ergebnis zu bringen, aber man sollte sie als Garantiemächte vielleicht nicht überbetonen. Die Garantie im Westfälischen Frieden war eine Kollektivgarantie und das bedeutete, jeder musste auch die Kröte, die er geschluckt hatte, mitgarantieren. Also ein Katholik musste die Rechte des Protestanten garantieren und umgekehrt. Und das ist der wichtige Schlüssel der Garantie. Die auswärtigen Mächte funktionierten dann so ein bisschen etwas als der Buhmann, mit dem man drohen konnte, von dem wir aber im Nachhinein wissen, dass die sich wahrscheinlich nach 1648 gar nicht mehr groß engagiert hätten. Aber diese Karte in der Hand zu behalten und damit zu drohen in einem System kollektiver Sicherheit, das war der entscheidende Punkt. Herr Ischinger, in der heutigen, ja unübersichtlich gewordenen Weltlage, können wir denn hoffen, dass es Garantiemächte gibt, die in den nächsten Jahren im Nahen Osten etwas wirklich bewegen können? Also die Rolle externer Mächte kann natürlich, und wir sehen ja Beispiele dafür, in dieser gegenwärtigen Katastrophe in Syrien außerordentlich destruktiv wirken, nämlich wenn sie Ziele verfolgen, die nicht miteinander kompatibel sind. Wenn die einen der Meinung sind, wir müssen erstmal die Macht Bashar Assads erhalten und die anderen öffentlich proklamieren, so auch übrigens deutsche Politiker schon seit Jahren, Bashar Assad muss weg, ohne dass man auch nur im Entferntesten eine Strategie hat, wie man den wegkriegen könnte und sich selbst auch nicht die Mittel bereit ist zu geben, um das zu tun, das ist destruktiv. Ich will mal Folgendes, ich weiß, man kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen und ich weiß, dass der Syrien-Konflikt weit diffiziler ist und viel komplexer als die Balkan-Situation vor 20 Jahren. Aber vielleicht ist ja doch erlaubt, mal auf einen Punkt hinzuweisen. Auch in der Balkankrise, die ja auch viele hunderttausend Tote verursacht hat in den 90er Jahren, war es so, dass Moskau zunächst mal völlig andere Ziele und Loyalitäten für sich sah als etwa die USA oder wir die Europäer. Man hat dann, da waren ja nicht Garantiemächte, aber die externen, die Europäische Union, die Russische Föderation, die USA, wir haben damals diese sogenannte Kontaktgruppe gegründet. Und zumindest in einer idealisierten Form bedeutete die Kontaktgruppe, dass alle in ihr Versammelten ab diesem Augenblick bereit waren zu sagen, wir machen jetzt nichts, was nicht in der Kontaktgruppe verabredet ist. Das heißt, ab jetzt gibt es einen zumindest im Prinzip vereinbarten gemeinsamen Approach, um diesen Krieg zu beenden. Das hat im Falle Balkan auch funktioniert. Und ich glaube, einer der großen Fehler, die man jetzt im Nachhinein konstatieren muss, hinsichtlich des westlichen, auch des insbesondere des europäischen Versagens in der Syrien-Krise, liegt darin, dass wir nicht frühzeitig gemeinsam, wir Europäer, heute die am meisten Betroffenen außerhalb der nahöstlichen Region, die USA, Russland, die Türkei und andere, dass wir nicht frühzeitig beschlossen haben, so eine Art Kontaktgruppe zu etablieren und den Versuch, ich glaube, das hätte im Jahre 2011 noch gelingen können, und den Versuch unternommen hätten, eine gemeinsame Kriegsbeendigungsstrategie zu entwickeln. Letzte Bemerkung, auch das ist eine Erfahrung, die man in den letzten Jahrzehnten bei diesen Konfliktbeendigungsversuchen machen kann. Je länger so ein Konflikt dauert, je länger er dauert, desto stärker ist die Neigung,
in den Konfliktparteien sich zu radikalisieren. Das heißt, die Friedensbereitschaft mag zwar durch Erschöpfungszustände gefördert werden, aber die Radikalisierungstendenzen nehmen in der Regel zu. Und es kommen dann eben auch in solche Konfliktsituationen Leute hinein, wie wir im Falle Syrien erlebt haben, die dann eher weniger den Charakter einer Kriegspartei haben als den Charakter terroristischer Banden, was die Kriegsbeendigung noch schwieriger macht, weil uns Frau Tischer, Sie haben ja darauf hingewiesen, weil wir dann das Problem haben, dass wir plötzlich Akteure auf dem Felde haben, die nicht nur selber nicht bereit wären, sich an einen Verhandlungstisch zu setzen, sondern mit denen sich auch niemand an den Verhandlungstisch setzen möchte. Ich spreche von dem Islamic State oder von bestimmten anderen Gruppen. Also das Versäumnis, das wäre auch für mich ein Fazit, das Versäumnis, sich frühzeitig zusammenzutun und das Versäumnis, frühzeitig eine gemeinsame Kriegsbeendigung unter Einsatz aller verfügbaren Mittel zu versuchen, ist hoffentlich eine Lehre, die wir künftig nicht vergessen. Denn jetzt das Problem zu lösen, ist 100-mal schwieriger, als es möglicherweise vor 5, 6 Jahren gewesen wäre. Nun muss es trotzdem versucht werden. Und deswegen meine Frage an Sie, Herr Laurent, mit der Bitte um eine eher kurze Antwort in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Könnte es sein, dass aus Europa mit einem erstarkenden deutsch-französischen Bündnis als Kern, jetzt unter der neuen politischen Konstellation, dass aus Europa neue Impulse kommen, durch die Schwäche, bedingt durch die Schwäche der Amerikaner und die anderen Probleme der traditionellen Großmachtpolitik? Da werde ich jetzt wieder sehr negativ auf Sie wirken. General de Gaulle hat damals gedacht, er hätte die politische Lösung, wusste aber, er hatte nicht die Mittel, das umzusetzen. Deshalb blieb es erst abzuwarten, dass Nixon seinen Ideen folgen würde. Und dann waren wir halt schon bei 1969 angelangt. Europa hatte sich definiert über Softpower. Das Problem ist folgendes: Wir müssen finanzieren, die Wiedergutmachung, auch den israelisch-palästinensischen Konflikt. Auch dafür müssen wir aufkommen und dadurch dauert er gleichzeitig fort. Und dann auch für Syrien, Jemen soll Europa bezahlen, auch für den Irak. Alle wissen, weder Russland noch Iran haben die Mittel zum Wiederaufbau der Länder, an denen sie sich sehr maßgebend an der Zerstörung beteiligt haben. Ich sehe auch keine militärischen Möglichkeiten. Man sieht im Kosovo, in Bosnien, da konnte durch westliche militärische Mächte, durch deren Präsenz der Frieden aufrechterhalten werden, wenn es darum geht, Bedingungen herzustellen, also auch im Irak, in Syrien. Da bräuchten wir militärische Mittel, die um ein Vielfaches das übersteigen, was wir tatsächlich bieten können. Deshalb bin ich negativ in Bezug auf Syrien. Also Irak, ja, man kann es vielleicht schaffen, dass es einen Wiederaufbau des irakischen Staates gibt. Aber was Syrien betrifft, da denke ich wie mein Nachbar, da gibt es derzeit keine tatsächlich gangbare Lösung für. Kopf geschüttelt und signalisieren Zustimmung zu dieser eher skeptischen Sicht. I need here to emphasize one very important element here, is that in Syria, there is nobody fighting for Syria, even among the Syrians. What had collapsed in Syria is the national obedience and national loyalty. Ist die nationale Zugehörigkeit und Zugehörigkeit zu einem Staat. Wir haben diesen Staat nicht. Wir können nicht Souveränität jetzt denken. Die Perzeption der Souveränität ist nicht mehr da.
Ich will versuchen zu erklären, was gerade jetzt passiert. Die Spannung zwischen Amerikanern, Russen vor Ort. Im Norden haben wir ein Band, das haben die Russen gesehen als Möglichkeit, eine Brücke zu bauen über das Kaspische Meer, kurdische Gebiete und Mittelmeer. Aber genau auf dieser Brücke sind die Amerikaner gelandet mit 6 Flughäfen, mit 10.000 Soldaten. Hier geht es nicht um die Rolle der externen Mächte, der internationalen Kräfte bei dem Versuch, Garantie zu geben. Sie spielen einfach ihr großpolitisches Spiel und versuchen, Hegemonie neu zu bestimmen. Genau das Gleiche läuft zwischen Israel, Jordanien, USA und Iran. Iran hat komplett die amerikanischen Militärbasen umzingelt. Und da gibt es immer keinen Austausch. Und Syrien ist jetzt hier immer noch das Spielfeld der Konfrontation, der Konkurrenz. Und hier haben wir die große Gefahr. Und das verstehen wir. Diese Stellvertretermächte haben jetzt ihre Grenzen erreicht. Und was wir jetzt sehen, ist ein Zustand, wo offizielle Armeen in das Spiel eintreten. Und das ist sehr gefährlich. Und es ist unkontrollierbar. Und die Russen denken jetzt, es geht jetzt nicht nur um die Luftwaffe dort. Sie machen schon Polizeiarbeit in Dara, in Aleppo. Sie versuchen, die Kontrolle zu gewinnen, aber sie haben sehr begrenzte Mittel. Die Dinge können sich wenden und dann wird sich auch die russische Strategie wieder ändern. Und es kann wieder Chaos ausbrechen. Wie gesagt, diese Garantiemächte sind nicht da. Diese Mächte spielen ein Spiel darum, wer wird dieses Chaos übernehmen, gewinnen und darauf aufbauen. Mit Wortmeldungen. Ich sehe hier den Shlomo Avineri, Jerusalem. I have a comment in the Shlomo Avineri, Jerusalem, ein Kommentar zu Samuel Tagin. Ich möchte mich beziehen auf das, was im Nahen Osten passiert. Was wir haben, ist nicht nur eine politische Krise, sondern eine Krise des Staatssystems. Und das trifft auf die Levante-Länder zu. Das gab es schon in der Zeit des Ersten Weltkrieges im Ottomanischen Reich. Da gab es auch die Briten, die Franzosen, die dort sich mit eingemischt haben. Irak, Syrien, Libanon, die damals historisch noch gar nicht so existiert haben wie heute. Da geht es um Geschichte, Demografie, Ethnizität. Das Ganze hat 100 Jahre gedauert, aber jetzt haben wir einen Zerfall, weil zum Beispiel haben wir gar keinen irakischen Staat mehr. Wir haben einen kurdischen de facto Staat. In Syrien haben wir kompletten Zerfall. Etwas Ähnliches passiert in Libyen. In Sudan haben die Briten damals das System eingerichtet nach dem Aufstand. Und meine Frage an Samir Al-Taki ist, wenn das jetzt nun der Fall ist, welche Alternativen haben wir denn? Alternativen zum westfälischen Gedanken des Nationalstaates. Gibt es da noch Alternativen? Wenn es diese Alternativen gibt, kann man sie finden und können wir überhaupt einen gemeinsamen Standpunkt finden zwischen Westen und Russland? Und da habe ich meine Zweifel. Da geht es nicht einfach um den Wiederaufbau der Staaten, so wie wir sie gekannt haben im Nahen Osten. Da haben die Russen wahrscheinlich völlig andere Vorstellung. Das heißt, das System des westfälischen Friedens im Nahen Osten, ist es denn nicht schon ein System, das komplett nicht funktioniert? Danke, Herr Professor Avineri. Ich denke, es ist eine sehr wichtige Frage. Aus historischer Sicht möchte ich eines sagen. Alexandretta war der Hafen von Aleppo. Das ist jetzt ein Ort in der Türkei, der normale Hafen für Homs am Tama war Tripoli in Libanon. Die normale historische Geografie sah aus, dass Haifa der Hafen für Damaskus war. Syrien ist aufgebaut worden, indem man die Geoökonomie völlig auseinandergerissen gehalten hat und auch die Gesellschaft. Und das sehen wir heute. Wir sehen eine Manifestation dieser kolonialen und nachkolonialen Auswirkungen. Am Ende des Tages heute, wenn wir
darauf schauen, was können wir tun. Da muss man zunächst sagen, nun, die Russen haben auch ihre positiven Seiten. Sie versuchen für das Regime den Konflikt einzufrieren. Zumindest stellen sie sich auf eine Seite und die Iraner tun das Gleiche. Schließlich und endlich allerdings geht es um die Geoökonomie. Die Händler von Aleppo müssen Zugang haben zu den Alawiten. Andere müssen Zugang nach Israel haben für Exportzwecke. Also da brauchte man eine Konföderation auch in Syrien. Wir haben hier zwei funktionale Staaten, Jordanien und Libanon, die nie in der Lage gewesen sind, sich als unabhängige ökonomische Akteure zu beweisen. Libanon ist dreimal in ja, verlassen worden und die Amerikaner haben immer gesagt, sie sind die eigenen, die diese Staaten überhaupt noch kontrollieren können. Was ich damit sagen will, ist, wir brauchen zunächst eine Akzeptanz der Tatsache, dass es nicht mehr die Staaten des alten Systems gibt. Wir müssen gucken, was haben wir noch vor Ort? Wie können wir hier eine große Konföderation, einen ganz lose gebundenen Staat aufbauen, der sich eher so geoökonomisch definiert? Dazu braucht man Zeit. Wir brauchen erstmal viel, viel Zeit für soziales Heilen. Müller-Brandenburg, Bouquet. Ich habe gerade nach dieser letzten Runde zwei Fragen an Herrn Laurent. Sie haben auf diesen großen Begriff der Region hingewiesen. Jetzt nach Ihren Ausführungen, brauchen wir die Vereinigten Staaten des Nahen Ostens? Also insofern eine Art Integration dieses Raums, ist es denkbar? Ist die eine Frage, weil ich meine, Ihre Aussagen, gerade Herr Laurent, die waren ja so abgrundtief pessimistisch, dass man ja gar nicht weiß, wie man heute nach Hause gehen soll. Und dann noch eine Frage an Herrn Ischinger. Sie haben darauf hingewiesen, dass die vollkommen neue Qualität der Konflikte heutzutage ja darin besteht, dass es nicht zwischenstaatliche, rein zwischenstaatliche Konflikte sind, sondern eben auch nichtstaatliche Akteure. Ist es eine Idee, diesen Gedanken der dritten Partei aufzugreifen und die Verhandlungen einfach in einem zweifachen Prozess versuchen voranzubringen, einmal diese ganzen nichtstaatlichen Akteure zusammenzusetzen, ob an einem virtuellen oder realen Tisch, ist die eine Sache, und diese Reste von Staatlichkeit an einen anderen, ebenfalls vielleicht virtuellen Tisch zu setzen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt die nächsten, wie lange müssten wir warten, Herr Laurent, bis dieser Prozess vorbei ist? Das würde noch ein bisschen dauern. Das kann ja irgendwie nicht sein. Insofern muss ja diese Tatsache mit den nichtstaatlichen Akteuren, die sich wahrscheinlich mit staatlichen nicht zusammensetzen, dass man das vielleicht getrennt macht. Da hätte ich gerne Ihre Einschätzung. Danke. Ja, bitte. Anfang vom Krieg in Libyen, damals 1975, die Gruppen da in Libyen hatten das Gefühl, sie kämpften für ihre eigenen Interessen nach einigen Jahren dann aber, so hat das Rassantuini, der Staatsmann, gesagt, sie hatten den Eindruck, sie machten den Krieg für andere. In Syrien sind wir jetzt derzeit in dieser Situation angekommen, ein Krieg für die anderen und nicht ein Krieg für sich selbst. Das heißt, nun nicht unbedingt, dass man nicht sofort eine politische Lösung finden könnte, aber man muss das mit aufnehmen, diese Ebene, dass man eventuell für die anderen kämpft. Dann kann man vielleicht ein Feld der Versöhnung finden, dann was den anderen Punkt betrifft. Ich glaube nicht, das Problem ist tatsächlich ein Problem, das mit Grenzen zu tun hat, denn letztlich erst vor gar nicht langer Zeit Libyen, Syrien, Jordanien, die funktionierten da wie ein recht offener Raum, also was die Freizügigkeit der Personen und der Güter anging. Und das darf man nicht vergessen, wenn die Waren im Nahen Orient es schwerer hatten, von A nach B zu kommen. Für die Menschen war es nicht so schwer. Gab es die Anziehungskraft der Golfstaaten, dieses
also ich denke wirklich ganz grundlegend, die Lösung ist intern etwas, was die arabischen Staaten finden können. Man muss einen Rechtsstaat herstellen können, Rule of Law. Wenn das wieder besteht, das ganze große andere, das wird sich dann daraus ergeben. Aber ich muss zugeben, wie man dahin gelangt, das zu wissen, das weiß ich auch nicht. Wie kann man eine Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen? Da habe ich leider auch nicht die Antwort drauf. Auch eine Frage gerichtet. Sie werfen eine wirklich sehr spannende Frage auf und eigentlich müsste man dafür natürlich viel mehr Zeit haben, um darüber zu diskutieren. Ich muss es ja ganz kurz machen. Ich glaube, zunächst einmal setzen erfolgreiche Verhandlungen voraus, dass die externen Mächte, die sich ja nun in vielfacher Weise in diesen Konflikt eingemischt haben, Türkei, Saudi-Arabien, Katar, Iran, Russland, die USA und so weiter. Es muss zunächst einmal eine Übereinkunft zwischen diesen Mächten über die Grundprinzipien hergestellt werden, über die Grundziele, die wir verfolgen. Wollen wir beispielsweise die bisher existierenden Staaten als solche erhalten? Ja oder nein? Oder wollen wir die Frage öffnen und über eine neue Architektur nachdenken? Ich würde, ohne dass ich das mit Sicherheit sagen kann, ich würde mal unterstellen, dass wenn Sie die externen Mächte, von denen wir gerade sprechen, heute fragen würden, dass Sie feststellen würden, da gibt es überhaupt keine Einigkeit in dieser Zielsetzung. Ich glaube, Sie können höchstens Einigkeit darüber herstellen, dass man versucht, die bisherigen staatlichen Gebilde zu erhalten. Sobald Sie anfangen zu öffnen, wird jeder die Frage aufwerfen, ja, profitieren dann die Kurden, das werden dann die Türken nicht wollen, wenn direkt oder indirekt der Iran seinen Einflussbereich erweitern könnte, wird das Saudi-Arabien zu verhindern wissen und so weiter und so weiter. Also ich glaube, diese interessante Frage, die Sie aufwerfen, kann man erst anpacken, wenn man über die Zielsetzungen, die wir verfolgen wollen, im Kreise der externen Mächte Übereinkunft erzielt, und das sehe ich als ein Ziel in relativ weiter Ferne, leider. Da bin ich auch eher pessimistisch oder skeptisch. Sie hatten eine Frage? Ja, ich würde sagen, das wäre für heute, für diese Runde, die letzte Frage. Vielen Dank. Microphone, it doesn't work. Should I start again? My name is Stefan Safarian. Ich heiße Stefan Safarian. Ich komme aus Armenien. Ich komme vom Institut für internationale Sicherheitsangelegenheiten. Ich habe eine Frage an Herrn Ischinger. Er hat gesagt, dass militärische Intervention aus dem Ausland manchmal nur hilft, Konflikte zu lösen. Nun, wir haben ja auch von anderen Seiten gehört, dass Interventionen nötig sind, um Frieden zu erreichen. Es gibt Unterschiede zwischen dem Westen und Russland und anderen externen Spielern. Und glauben Sie nicht, dass es dieses Problem der Einmischung gibt? Denn der Westen stellt ja die russischen Interventionen in Frage und Russland stellt die westlichen Interventionen in Frage. Glauben Sie nicht, dass eine Erosion des internationalen Systems, eine Erosion der internationalen Normen auch eine Rolle spielt auf dieser Ebene? Vielen Dank. You are right. Sie haben recht. Natürlich haben Sie recht. Ich habe versucht, vorhin zu erklären, dass eine Voraussetzung für eine internationale bedeutsame Aktion, um Frieden zu bewirken, Krieg zu beenden,
basieren muss auf einem fundamentalen Vertrag. Und die müssen basieren auf einem oder auf mehreren Prinzipien. Und das ist eine Vereinbarung zwischen dem Westen und Russland, sagen wir mal. Wir hätten damit sehr viel früher anfangen müssen. Es gab entsprechende Anstrengungen von den westlichen Mächten. Sollen wir uns einmischen in der syrischen Katastrophe oder nicht? Aber Russland war nicht Teil des Ganzen. Russland wurde ignoriert, wenigstens aus russischer Perspektive. Jetzt ist Russland ein signifikanter militärischer Spieler vor Ort. Wir Europäer, wir wissen nicht mehr, was wir machen können. Wir schlagen die Hände überm Kopf zusammen. Das heißt, die Lektion für die Zukunft ist die folgende. Sollte sich eine derartige Katastrophe wieder am Horizont abzeichnen, müssen wir uns von früh an zusammensetzen, müssen wir eine Kontaktgruppe bilden, die es den externen Spielern ermöglicht, mit den gleichen Karten zu spielen. Das ist natürlich ganz schwer zu erreichen, aber ich denke, ist ein Schlüssel für die Konfliktprävention in der Zukunft und für die bedeutsame Anwendung militärischer Macht, wenn das nötig ist. In der derzeitigen Situation hat das nur zu weiteren Katastrophen geführt, ja. An Sie auf dem Podium. Vielen Dank an das Publikum, das so aufmerksam zugehört hat. Wir haben gesehen, dass man also sicherlich eine Menge lernen kann über die Mechanismen eines Friedensprozesses. Wir haben da interessante Einsichten aus der Vergangenheit und auch aus der jüngeren Vergangenheit bekommen. Leider auch gesehen, das kann man nicht beschönigen, dass die derzeitige Lage im Nahen Osten nicht so ist, dass wir unmittelbare Erfolge in nächster Zeit erwarten können. Schönen Dank. Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite vielen Dank an Sie hier auf dem Podium, an Sie im Publikum jetzt die Bitte, direkt rauszugehen und sich an den Tischen zusammenzufinden für unsere Mittagssitzungen. Es geht hier Schlag auf Schlag. Wir sind bei der Körberstiftung, da ist auch die Mittagspause interaktiv. Und deshalb bitte gehen Sie zu Ihren Gruppen, finden Sie sich zusammen und dann gehen wir gemeinsam als Gruppe jeweils zum Essen. Vielen Dank. Und um 2:30 geht's hier mit der Nachmittagssitzung weiter. Dankeschön.